Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog, auf dem ich gerne eure Fragen beantworte. Und wenn ihr lustig seid, dann könnt ihr auch gerne unter diesem Video eure Fragen stellen oder miteinander diskutieren oder erzählen, wie ihr dieses Video gefunden habt. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren und natürlich auch sehr gerne mit anderen teilen. Heute möchte ich gerne über die zweite wichtigste Wunschregel mit euch reden. Die allererste Wunschregel haben wir schon sehr ausführlich besprochen, nämlich nicht und kein sollten wir nicht verwenden. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum das so wichtig ist. Denn Affirmationen, die Wissenschaft sagt dazu Befehlssätze, bewirken unglaublich viel in uns. Einmal trainieren wir unser Gehirn auf diese Weise vollkommen neu um. Es entstehen automatische Gedankenketten, es entstehen neue Meinungen und Überzeugungen. Unser Wahrnehmungsfilter verändert sich und öffnet sich. Und das alles nur, wenn wir Affirmationen, Befehlssätze immer und immer wiederholen. Also sie sind sehr, sehr nützlich. Und heute möchte ich eben ganz gerne darüber reden, dass es noch etwas sehr Wesentliches gibt, auf das wir achten müssen. Denn wenn wir unsere Befehlssätze falsch formulieren, dann treffen sie auch ein. Dann bewirken sie auch ganz viel, aber vielleicht in einer Art und Weise, die uns nicht sonderlich gefällt. Also, die erste Wunschregel war, nicht und kein, bitteschön, nicht verwenden, sondern immer positiv, immer in die Richtung hineinformulieren, die wir uns tatsächlich wünschen. Also es muss immer ein Bild entstehen, wie das Resultat aussehen soll, auf das wir uns hinentwickeln wollen oder das in unser Leben treten soll. Bei der zweiten Wunschregel ist es ebenfalls sehr wesentlich, dass wir alles, was wir sagen, was wir formulieren, immer in der Gegenwartsform formulieren. Und das ist natürlich ein bisschen trickreich, denn ist ja klar, wenn wir in der Gegenwart formulieren, ich bin oder ich habe, dann denken wir natürlich ganz schnell, ja, aber das stimmt doch gar nicht, das ist doch geschwindelt, da will ich mich doch erst hin entwickeln oder das möchte ich doch gerne erst in meinem Leben haben. Also ich hab's doch noch gar nicht oder ich bin's doch noch gar nicht. Und das ist natürlich ein bisschen trickreich, weil wir sagen, Entschuldigung, das ist doch eigentlich gelogen. In der Tat ist es aber so, wie wir bereits schon festgestellt haben, das Gehirn speichert alles in Bildern und in Emotionen und reagiert dann eben auf unsere Affirmationen, auf unsere Befehlssätze. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ich möchte gerne reich sein, dann hat sich dieser Wunsch, dieses Ziel schon erfüllt. Denn wir erschaffen den Zustand von, ich möchte gerne reich sein und das ist ja bereits schon eingetreten. Ich will reich sein, ja, auch das ist bereits eingetreten, denn der Zustand ist, ich will reich sein, nicht ich bin reich oder ich habe bereits den Zustand des Reichseins erschaffen, sondern ich will reich sein. Auf diese Weise reagiert in unserem System überhaupt nichts. Weder trainiert sich unser Gehirn um, denn das Gehirn lernt sofort, ja, ja, klar, wir sind in einem Zustand des Wollens, prima, da ist ja alles gut abgedeckelt. Auch unser Wahrnehmungsfilter verändert sich nicht, die automatischen Gedankenketten verändern sich nicht und unsere Überzeugung ebenso wenig, denn wir bleiben immer noch in dem sehnlichsten Wunsch, ich möchte gerne reich sein. Übrigens ist auch die Formulierung, ich wünsche mir reich zu sein, genauso trickreich, weil auch da das Gehirn sagt, ja, prima, morgen wünsche ich immer noch. Das heißt, in der Tat, die einzige richtige Formulierung ist in der Gegenwart. Ich bin und ich habe. Und ja, das ist ein bisschen schwierig, denn wenn wir zum Beispiel vor dem Spiegel hintreten und sagen, ich bin schlank, dann sagt der Spiegelbild, ja klar, jetzt bist du auch noch doof und blind. Ist ja klar. Also, das heißt, wir haben nicht sofort eine Response, dass das jetzt eintritt, sondern wir sind eher in einem Zustand, wo wir sagen, das stimmt doch gar nicht. Aber in der Tat, nur wenn wir Worte nehmen wie ich bin oder ich habe, schaffen wir tatsächlich den Zustand, wo wir uns hin entwickeln wollen. Erst dann reagiert tatsächlich unser Gehirn
Erst dann kommen die automatischen Gedankenketten in der neuen Richtung. Ich bin reich, ich nehme stets mehr Geld ein, als ich ausgebe, ich habe ein wundervolles Einkommen, etc. etc. Also immer in der Gegenwartsform. Dann verändert sich unser Wahrnehmungsfilter und öffnet sich tatsächlich für alle Möglichkeiten, damit dieser Zustand erreicht wird. Also in der Tat ist das ein bisschen schwierig. Ich bin und ich habe die Gegenwartsform, weil wir eher glauben, Moment mal, das ist doch gar nicht so. Und gleichzeitig ist das das Wichtigste und Wesentlichste, auch bei unseren Seminaren. Wenn wir dann zum Beispiel bei unserem magischen Seminar, Erfolgreich Wünschen Seminar, wenn wir dann da auch die ganzen Luftballons hochfliegen lassen, da hängen ja unten dann immer kleine Wünsche dran. Und da gehen wir vorher auch nochmal die Wunschformulierungen durch. Also das sind ja bereits schon diejenigen, die schon die ganzen Bücher gelesen haben und schon ziemlich genau Bescheid wissen. Und auf jedem fünften, sechsten, siebten Zettel steht drauf, ich möchte gerne, ich will, ich wünsche mir. Manchmal steht sogar drauf, ich schön wäre, wenn. Aber ihr seht schon, auf diese Weise bleibt das immer in der Zukunft. Deswegen ganz wesentlich, ich bin und ich habe. Und der innere Widerstand, den wir am Anfang haben, das stimmt doch gar nicht, der verändert sich ziemlich rasch. Denn unser Verstand lernt ja schnell dazu. Und deswegen lernt unser Verstand ganz rasch, diesen Zustand anzunehmen und dafür zu sorgen, dass dieser Zustand tatsächlich auch Wirklichkeit in unserem Leben gibt. Und deswegen weiß man auch schon seit Tausenden von Jahren, alles was nach ich bin kommt, I am, Aum, alles, was danach kommt, ist die perfekte Zielorientierung. Ich bin. Dabei sollten wir uns mal überlegen, wie oft sagen wir zum Beispiel über uns selber, ich bin aber ein Idiot. Mein Gott, bin ich dumm. Ich bin ein Schlamper. All das, auch das sind ganz klare Befehlssätze für unser Gehirn. Und wenn wir öfter so etwas sagen, ich bin. Oder wenn wir sagen, ich habe aber auch immer Pech. Übrigens ist immer ein Abschlussbefehl. Wenn wir sagen, immer passiert mir das Gleiche, dann ist das ein Abschlussbefehl auch für unser Gehirn. Ah, der Träger dieses Gehirns möchte gerne, dass auch in Zukunft wieder so etwas passiert. Das sollten wir sehr aufpassen. Also wenn wir sagen, ich bin und danach, hört mal so ein bisschen rein, was sagt ihr denn ganz oft, was danach kommt? Ich bin oder ich habe immer nur Pech, immer falle ich auf die gleichen Menschen rein, immer passiert mir das Gleiche. Schon wieder habe ich einen und da ist immer habe, ich bin drin. Und das sind ganz klare Programmierungssätze, die wir uns selbst sagen, unserem Gehirn sagen, den automatischen Gedankenketten sagen, daraus bilden sich Überzeugungen. Und wenn wir überzeugt sind, naja, ich bin aber auch so, dann bedeutet das nur, dass wir tatsächlich schon jahrelang super gut uns darauf hintrainiert haben, ich bin ein Versager, ich bin eine Niete, ich bin halt so, ich habe halt zwei linke Hände. Also daran sollten wir sehr gut darauf achten. Achte doch mal so die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Was sagst du normalerweise nach ich bin? Oder ich habe. Und in einem meiner Videos habe ich ja schon mal so kurz dieses Stoppschild erklärt. Da ging es um die Zweifel. In diesem Fall ist es ja schon gar kein Zweifel mehr, sondern in diesem Fall ist es ja ein klarer Befehlssatz. Ich bin ein, dann sagen wir auch noch mal ganz gerne noch mal ein Arschloch. Ich bin ein Versager. Und meistens sagen wir das auch noch mit Emotionen. Auch das ist ein klarer Wunsch. Auch das ist ein klares Ziel. Deswegen, schau doch mal so ein bisschen, was sagst du so die nächsten Tage, Wochen normalerweise über dich oder über deinen Zustand, den du hast? Und wenn du feststellst, dass was Negatives, dann nimm doch auch mal dieses Stoppschild von unseren Zweifeln. Da kannst du dir das Video anschauen, wie ich meine Zweifel loswerde. Und genau dieses Stoppschild, dieses Innere, kannst du super gut auch für dich verwenden. Für diesen Satz. Und dann nimmst du bitte schön den Satz, wo du dich hinentwickeln willst. Ich bin genial. Ich bin wundervoll. Ich bin liebenswert. Ich bin außergewöhnlich. Ich bin im Zustand von... Und dann nimmst du alles, was du gerne haben möchtest.
Und wenn du gerne etwas erreichen möchtest, wie zum Beispiel eine Partnerschaft, dann sagst du nicht, schön wäre es, wenn endlich mal, nein. Wir müssen auch nicht super gut darum bitten. Es geht darum, unser Gehirn umzutrainieren. Dann sagst du, ich habe eine wundervolle Partnerschaft. Und ja, ich weiß, die hast du ja nicht. Du wünschst sie dir ja. Das ist ja dein Ziel. Das ist deine Vision. Aber wenn du dabei bleibst, eines Tages werde ich auch einen schönen Partner haben, einen wundervollen, der mich liebt und akzeptiert, bleibt das immer auf eines Tages. Also, ich habe eine wundervolle Partnerschaft. Und wenn du merkst, das fällt dir schwer, das zu sagen oder dir selbst zu glauben, dann sagst du, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Denn ganz oft ist es so, dass wir gar nicht wirklich offen sind. Es gibt Verletzungen, es gibt viele Dinge, die wir erlebt haben, die wir bitteschön nie wieder erleben wollen. Und dann sind wir gar nicht frei. Und viele Plätze sind belegt. Und wenn dann jemand kommt, dann sind wir eher in Schutzhaltung, weil wir das nicht nochmal erleben wollen. So eine Enttäuschung. Also kann es sein, dass wir zwar nach einer Partnerschaft streben, aber innerlich denken, eigentlich will ich gar nicht. Eigentlich habe ich Sorge, dass mir wieder das Gleiche passiert. Aber ich habe natürlich die romantische Vorstellung davon. Und falls du da nicht sagen kannst, ich habe eine wundervolle Partnerschaft, dann geh doch einfach und sage, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und dann schau mal, wie spürt sich das an. Und dieses Hineinspüren ist immer sehr wesentlich. Denn du solltest schauen, ob diese Affirmation, dieser Befehlssatz dir Kraft gibt. Eigentlich solltest du nach jeder Affirmation, nach jedem Befehlssatz lächeln. Es sollte dir eigentlich eine Freude bereiten. Ich bin wundervoll. Wie fühlt sich das an? Ich bin ein Genie. Ich bin frei. Ich bin reich. Ich bin liebenswert. Und wenn du merkst, es ist angenehm, dann ist es eine sehr kraftvolle Affirmation für dich. Wenn du merkst, das strengt dich an. Also nimm mal an, du hast einen Job, den du gerne haben möchtest, den du ausfüllen möchtest. Und natürlich nehmen wir nicht den Job im dritten Stock von der Firma sowieso, weil wir können uns über andere Menschen nichts wünschen. Darüber werde ich später nochmal ausführlicher reden. Sondern wir wissen, was wir alles können. Wir wissen, was wir alles anbieten wollen. Und dann sagst du, ich bin, und dann nimmst du deinen Berufszweig. Oder ich habe einen wundervollen Arbeitsplatz, wo ich das alles mache. Und dann fühl mal hinein. Wie ist das, wenn du das sagst? Ist das anstrengend? Ist das beängstigend? Gibt dir das Kraft? Raubt dir das Kraft? Hast du Sorge, du überforderst dich? Und wenn das der Fall ist, dann nimmst du das eben wieder etwas zurück. Zum Beispiel, super gut ist ja, es heißt ja ständig, diese berühmten Ich Bin-Sätze, gibt es ja auch den Satz, ich bin Gott. Was ja stimmt, jeder von uns hat ja etwas Göttliches in sich. Es kann aber sein, dass Ich bin Gott uns Angst macht. Vielleicht ist es dann besser, auch ich bin Gott oder auch ich habe etwas Göttliches in mir. Und kann sein, dass wir immer noch das Gefühl haben, das ist zu viel. Das schaffe ich nicht, das beängstigt mich oder das traue ich mir nicht zu, es zu sagen, dann kann man vielleicht sagen, ich öffne mich für das Göttliche in mir oder ich zünde in mir den göttlichen Funken an. Also experimentiert mal ein bisschen damit herum, was sagen diese Ich bin und ich habe Sätze und wie fühlen die sich an? Und fühlst du dich stark genug, groß genug, dich in diese Richtung hinzuentwickeln und glaubst du dir, ja, ich bin. Und ja, klar, du bist es noch nicht, aber ich bin heißt, jetzt beginnt alles in meinem System und alles in der Außenwelt sich neu auszurichten, damit dieser Ich Bin-Zustand jetzt beginnt einzutreten. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich habe eine wundervolle Wohnung. Ich trete eine wundervolle Reise an. Und wenn wir daran nicht glauben, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht dieses Video gemacht, denn ich bin überzeugt, ich
bin gut in dem, was ich sage. Und ihr seht schon, ich bin und was danach kommt, entscheidet über unser So-Sein. Also, kontrolliert mal ein bisschen, was sagt ihr gewöhnlich? Und dann wandelt das, denn ich bin und ich habe sind die beiden entscheidendsten Sätze. Entscheidendsten Sätze in unserem Leben. Die wichtigsten, die wesentlichsten. Damit zeigen wir anderen, wer wir sind, und damit zeigen wir uns selber, wer wir sind. Und nochmal ganz kurz zurückzukommen auf ich bin schlank oder ich bin liebenswert oder ich bin wundervoll, da gibt es einen super guten Trick, wie du dich selbst überzeugen kannst. Stell dich vor dem Spiegel und sage deinem Spiegelbild, ich bin wundervoll, ich bin liebenswert, ich bin schön. Und ja, am Anfang, wenn du dich vor den Spiegel stellst, das kennen wir alle, dann sagen wir meistens, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Oder Frauen machen gerne als erstes mal, ach, da entdecke ich ja was und drücke sie einen Pickel aus. Und Männer schauen mal, stimmt denn alles? So, also. Und aber wenn wir uns vor dem Spiegel hinstellen, normalerweise fällt uns eher auf, was uns nicht gefällt. Das wird auch am Anfang so sein. Wir stehen vorm Spiegel und dann sagen wir, ich bin wunderschön. Ich bin sexy. Und dann werden wir am Anfang uns nicht glauben, weil wir natürlich sehen, wir sehen diese ganzen Dinge, die uns hier eher nicht gefallen. Die ganzen Schattenbereiche. Ach Gottchen, wie sieht das denn aus? Und die, oh, das noch, mein Gott, das muss ich aber gut verdecken. Also wir sehen erstmal das sozusagen, was uns missfällt. Aber nach kurzer Zeit werden wir feststellen, dass sich etwas verändert. Wir stehen vielleicht am Anfang vor dem Spiegel. Ich bin sexy. Oh, nee. Aber nach 2, 3 Tagen werden wir feststellen, wenn wir vor dem Spiegel stehen und sagen, ich bin sexy, ich bin liebenswert, dann werden wir plötzlich feststellen, dass da etwas gibt, was uns gefällt. Vielleicht sind das die Augen, das Lächeln, der Mund, die Ohren, die Haare, die Hände. Vielleicht gefallen uns die Brüste. Der Bauch, der Po, die Beine, irgendwas gefällt uns plötzlich. Und wir werden feststellen, dass sich unsere Blickrichtung tatsächlich verändert. Und je öfter wir das machen, umso mehr stellen wir plötzlich fest, da gibt es ganz viel, was uns selber an uns gefällt. Und genau so funktioniert das Umprogrammieren im Gehirn. Wenn wir sagen, ich bin erfolgreich, ist genau das Gleiche. Dann unsere Außenwelt ist unser Spiegelbild. Da erkennen wir, wo wir stehen. Und wenn wir es schaffen, unser eigenes, tatsächliches Spiegelbild zu überzeugen, wir sehen am Anfang nämlich ganz schnell, ob wir dem glauben können, ob das stimmt, was unser Spiegelbild sagt. Wir sehen sofort, das glaube ich dem doch nicht. Und wenn wir das aber immer wieder machen, werden wir feststellen, dass sich etwas verändert. Unsere Stimme meistens geht tiefer, mehr in den Solarplexus. Wir stehen aufrechter da, würdevoller, kraftvoller. Also etwas verändert sich sichtlich und etwas verändert sich in dem anderen Spiegelbild, in der Außenwelt. Auch da werden wir plötzlich anders wahrgenommen. Also das Feedback wird ein anderes sein. Nur mit ich bin und ich habe. Also. Ich bin erfolgreich im Umsetzen meiner Ziele, wäre zum Beispiel so ein Satz. Ich habe alles, was ich brauche, um erfolgreich zu sein. Ich starte jetzt durch. Also, in diesem Sinne, alles Liebe, euer Pierre.